Nämlich habe ich eine Nachricht bekommen von den hier, NordVPN. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten seht ihr auch hier jetzt nochmal, so, hier mein Code. Das Ganze über meinen Link ist etwas sehr Besonderes, weil ihr tatsächlich 73%, was extrem viel ist, das hätte ich selber nicht erwartet, als sie mir das geschrieben haben, 73% Rabatt bekommt ihr auf einen Zweijahresplan. Plus, und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, sie haben geschrieben, ein sogenanntes Bonus-Gift. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber naja, auf jeden Fall kriegt ihr gute Rabatte. Und am Ende des Tages kostet euch das Ganze dann 2,54 € im Monat. Genau, so sieht das Ganze aus, wenn man das startet. Wir haben auch tatsächlich andere VPN-Apps ausprobiert, aber ich persönlich fand halt wirklich auch NordVPN das überschaubarste und Ja, finde ich aber beste, auch. weil ihr könnt ihr halt direkt diese ganzen Sachen auswählen. Ich könnte jetzt hier drauf drücken und dann verbindet er sich mit Luxemburg und benutzt NordVPN. Ich würde sagen, jetzt reagieren wir auf ein Video, nämlich die 10 gruseligsten Dinge, die von Sicherheitskameras aufgenommen wurden. Finde ich persönlich super spannend, weil wir haben ja auch selber mal so Überwachungskameras. Und wenn man die mal durchschaut so und dann da wirklich irgendwas ist, das finde ich schon manchmal unheimlich. Das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass ich auf einer Überwachungskamera wirklich irgendwas Krasses gesehen habe, war tatsächlich, glaube ich, im Brieselanger Wald, wo man dann, weiß nicht, in der Nacht kann ich mich erinnern, dass da auf einmal wirklich wie ein kleines Licht war. Und ich Ja, weiß nicht, weißt stimmt. du noch? Und Ja, das war wirklich heftig. Ich habe die Stelle nachher nie wieder im Video gefunden und habe das deswegen, die Stelle musste ich zeigen, die ich abgefilmt habe auf dem Handy, weil das war halt nur so eine Millisekunde gefühlt. Aber ich bin super gespannt. Das Video ist von Die Top 10, kenne ich gar nicht den Kanal. Also man sieht, der hat, ich weiß nicht, 57.000 Abonnenten, aber wir schauen mal rein. Let's go. Sicherheitskameras sind in der Regel für, na klar, mehr Sicherheit gedacht. Was aber, wenn die Bilder der Kamera selbst Angst machen? Oh Du wirst nein. überrascht sein, wie viele unheimliche Dinge auf der Welt bereits mit einer Sicherheitskamera aufgenommen wurden. Welcher Moment in unserem Video Oh, ist das wohl kenne der ich. Der hat keine gruseligste? Nuggets bekommen Teil oder uns so. deinen Favoriten in den Kommentaren mit und abonniere doch bitte unseren Kanal. Clown. Okay. Wusstest du, dass es tatsächlich so etwas wie Angst vor Clowns gibt? Kaulrufobie Hat, glaube ich, jeder. nennt man das. Clowns Ja, können hat auch jeder. ziemlich beängstigend sein, besonders wenn sie mitten in der Nacht vor deiner Tür stehen. Dies geschah in einem Haus in Jacksonville in Florida. Die Bewohner waren schockiert, als sie Ich die... muss aber auch zur Verteidigung sagen, ne? Eigentlich finde ich das schade, dass man Angst hat vor Clowns heutzutage, weil Clowns ist ja auch eigentlich ein richtiger Beruf und ja, die haben halt massenweise ihre Berufe verloren und können nicht mehr ihren Beruf als Clown ausführen, weil halt Kinder heutzutage Angst vor Clowns haben, ne? Das ist echt Ja, schade eigentlich, wenn aber man ich darüber hatte auch schon nachdenkt. damals Angst vor Clowns, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich weiß aber auch nie, woher das richtig kam so. Ich finde, das ist so eine hauchdünne Linie zwischen lustig und beängstigend. Ja, Der, stimmt also deren schon. Aussehen halt, weißt du? Ja. Aber ich finde zum Beispiel den Clown, den man hier gesehen hat, fand ich jetzt nicht creepy. Nee, die Aber finde sieht ich jetzt auch nicht nicht aus creepy. wie, die sieht jetzt auch nicht aus wie ein Nee, Clown, sondern ja. eher so wie eine, die, keine Ahnung, als Verkleidung. Ach, keine Ahnung, Mann. Die Aufnahmen sahen. Sie zeigten einen voll verkleideten Clown, der mit zwei Heliumballons in der Hand die Veranda hinaufgeht, Nein, während er Mann. bedrohlich Ja. in die Kamera schaut. Stell Kein mal vor, ich hätte hier unten an der Tür eine Überwachungskamera und den Typ würdest du auf einmal sehen. Ich bin nie wieder hier hinkommen, Junge. Ich auch nicht, ich würde ausziehen. Aber direkt am nächsten Tag. Aber ich denke mal, das war bestimmt zu der Clown-Zeit, wo das gefilmt Meinst du? Ja, wurde. kann sein, dass der einfach nur Denke ich Angst machen mal. wollte, so, ne? Kann sein, ja. Wann war es? 2018, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. War 2017 oder noch eher? Schon lange her. Ein Grund, über diesen Clown zu lachen. Die Luftballons werden dann losgelassen und schweben um die Decke, während der Clown sich umdreht und etwas vom Boden aufhebt. Es entpuppt sich als ein riesiger Kürbis und was Boah. dann passiert, ist total unheimlich. Während er immer noch böse in die Kamera starrt, fängt er an, auf den Kürbis einzuschlagen, ihn in Stücke zu reißen und zu Boden zu werfen. Ich bekomme jetzt schon Angst. Dabei ist dies doch erst der Anfang der Top 10. Krank. Dobby. Im Jahr 2019 stellte Vivian Gomez dieses Video online mit der Botschaft: Also, ich wachte Sonntagmorgen auf und sah dies auf meiner Kamera.
Was ist das? Zuerst sah ich den Schatten meiner Haustür und dann sah ich dieses Ding vorbeigehen. Hat das noch jemand auf seinen Kameras gesehen? Das Filmmaterial zeigt einen seltsamen Typen, der am Auto vorbeigeht und eine Art Wackeltanz vollführt. Das sieht schon, finde ich, gar nicht mehr richtig menschlich aus, oder? Also es könnte halt echt einfach inszeniert sein, so, ne? Aber ich weiß es nicht. Der am Auto vorbeigeht und eine Art Wackeltanz vollführt. Jeder, der auch nur ein bisschen ein Fan von Harry Potter ist, sieht sofort gewisse Ähnlichkeiten. Andere sind jedoch überzeugt, dass die Szene inszeniert ist, dass es einer von Vivians Söhnen ist, der eine Imitation mit Unterhosen auf dem Kopf versucht. Der Junge ist genauso dünn wie die Figur auf dem Video und laut Vivian tanzt er gerne und spielt oft. Ja, okay, stimmt schon. Kann schon sein. Ja, dann ist das wahrscheinlich inszeniert. Aber also hätte ich das jetzt nicht gekannt, weiß nicht. Ich finde halt bei solchen Sachen, wie du schon richtig beschrieben hast, zwischen komisch und gruselig ist immer so eine hauchzarte Grenze irgendwo, ne? Ja, er spiegelt sich im Auto, aber kann ja trotzdem einfach eine Verkleidung sein, ne? Ich denke auch, man erkennt ja auch nicht, kann echt sein, dass er einfach eine Unterhose anhat. Seltsame Streiche, was glaubst du? Ältere Dame. Ein weiteres seltsames Video zeigt eine ältere Dame, die vor einer Haustür steht. Während die Kamera alles aufzeichnet, sieht man sie fast zögernd zur Haustür gehen mit einem Messer in der Hand. Nach ein paar Sekunden bekommt man jemand zur Hölle steht. Wo hat sie denn ein Messer in der Hand? Wo hat sie denn ein Messer? Während die Kamera alles aufzeichnet, sieht man sie fast... Man hat's gesehen. Dame, die vor einer Haustür steht. Siehst du diese Reflexion hier unten? Aufzeichnet, sieht man sie fast zögernd zur Haustür gehen mit einem Messer in der Hand. Nach ein paar Sekunden bekommt man jedoch schnell den Eindruck, dass es ihr nicht ganz gut geht. Sie wirkt immer nervöser und verwirrter und bewegt sich von einem Fuß auf den anderen, streckt ihren Hals auf seltsame Weise heraus, während sie fragwürdig von der Tür zum Messer schaut. Sie scheint nicht zu 100% klar zu sein. Auf Reddit, wo dieses Video gepostet wurde, sagten viele, die Frau wirke dement und verwirrt. Die Bewohner des Hauses beschlossen, die Tür einfach geschlossen zu lassen. Und zum Glück geht die arme Dame nach einer Weile weg. Stell dir vor, was sie getan hätte, wenn die Tür geöffnet worden wäre. Sie könnte wohl leicht jemanden verletzt haben. Chicken. Krass, ne? Klar, es ist eine alte Frau und so, aber bei solchen Sachen, ey, das ist... Da bin ich auch einfach zu abergläubisch, dass ich auch denke... Weiß nicht, wir haben vorhin über das Thema Geister, Dämonen und gesprochen und weiß nicht, stell mal vor, die ist irgendwie besessen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, ey. Ja. Unheimlich. Nuggets. Eine andere Dame, die nicht ganz richtig im Kopf ist, war Melody Duchesne. Hab ich ja gesagt. Es ist der Morgen des Neujahrstages und Melody liebt Chicken Nuggets. Das ist nicht so merkwürdig. Sie scheinen ziemlich gut gegen einen Kater zu wirken. Aber weil es so früh am Morgen war und McDonald's um diese Zeit nur Frühstück servierte, konnte Melody ihre geliebten Nuggets nicht bestellen. Doch dann wurde es unheimlich, besonders für den Angestellten hinter dem Fenster. Melody kommt aus ihrem Auto gestürmt, reißt das Fenster auf und schlägt den Angestellten ein paar Mal hart auf den Kopf. Sie schreit alles Mögliche und droht sogar durch das Fenster zu klettern. Die Kollegen kommen zur Hilfe und versuchen, Melody aufzuhalten und ziehen sie sogar an den Haaren. Melody kehrt plötzlich zu ihrem Auto zurück, holt etwas heraus und schlägt das Fenster ein. Dann fährt sie weg. Aber wie verrückt muss man denn sein, ey? Wegen Chicken Nuggets? Wow. Oha. Ich sag ja, ich weiß, ich habe das Video vor Jahren gesehen, ne? Ja. Ich hab mich so gewundert, wie man so krank sein kann. Alter. Ey, die dürfte am besten gar keine Chicken Nuggets mehr bekommen. Aber es wird nicht lange dauern, bis die Polizei sie findet. Sie wird für immer als die verrückte Chicken Nugget Dame bekannt sein. Mhm. Eliza Lamb. Auch in Aufzügen gibt es Sicherheitskameras. Im Jahr 2015 kamen die Folgen... Da habe ich auch ein eigenes Video nochmal zugemacht, wo wir über den Fall gesprochen haben. Super spannend, Leute. ...Bilder online. Man sieht eine Dame namens Eliza Lamb, die in den Aufzug steigt. Alles bisher normal. Doch bevor sich die Fahrstuhltüren schließen, geht sie wieder nach vorne und schaut mit einem seltsamen Blick um die Ecke. Dann tritt sie wieder zurück und scheint zu warten oder sich fast im Aufzug zu verstecken. Das geht noch eine Weile so, wobei Eliza mehrmals in den Aufzug ein- und ausstieg. Es ist jedoch sonst niemand zu sehen.
Obwohl das alles recht merkwürdig ist, könnte man sich fragen, was an diesen Bildern denn so gruselig ist. Es ist die Tatsache, dass diese Bilder von Eliza die letzten sind, auf denen sie lebendig zu sehen ist. Einige Tage später wurde ihr lebloser Körper in den Wassertanks auf dem Dach des Hotels schwimmend aufgefunden. Eliza war bereits seit einigen Tagen als vermisst gemeldet worden und wurde nur gefunden, weil sich die Gäste im Hotel über die seltsame schwarze Färbung des Wassers beschwerten. Das ist wirklich unheimlich. Bis zum heutigen Tag ist es immer noch ein Rätsel, wie Eliza zu Tode kam. War jemand hinter ihr her, weshalb sie sich im Aufzug versteckt hatte? Oder war sie nicht ganz richtig im Kopf und hat ein tragischer Unfall zu ihrem Ende geführt? Nicht ganz richtig. Es gibt heutzutage tatsächlich eine offizielle Auflösung dafür. Da hat einmal nur ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen, sie hatte auch keine Drogen oder so genommen, Tomasina. Das Problem ist, sie hatte eine, ich glaube, man nennt es binaurale Störung, also ein, mit anderen Worten, Verfolgungswahn, also eine Art von Depression, wo du halt anfängst auch, ja, das Gefühl zu bekommen, verfolgt zu werden. Und das hatte sie. Und sie hatte die Jahre über immer Tabletten dagegen genommen, hat aber irgendwann aufgehört, ihre Tabletten zu nehmen. Das konnte nachgewiesen werden. Und deswegen geht man davon aus, dass sie halt, ja, von sich aus diesen Verfolgungswahn hatte und dann da in diesen Tank gesprungen ist, um sich zu verstecken, aber halt nicht mehr rausgekommen ist und dementsprechend ertrunken ist. Und da deuten halt mehrere Indizien darauf hin. Es gibt trotzdem so ein, zwei Stellen an der Geschichte, die ein bisschen komisch sind, aber wie gesagt, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Ja, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr einfach Leon TV Eliza Lam eingibt. Da sind wir nochmal genau auf das Thema eingegangen. Aber super spannender Fall auf jeden Fall. Spielplatz. Kennst du Spielplätze mit Fitnessgeräten? Oft findet man dort sportliche Menschen mit prallen Bizeps und Oberschenkelmuskeln. Oder Kinder, die nur allzu gerne damit spielen. Was aber, wenn sich eine solche Maschine von selbst bewegt? Das ist es, was ein Mann in Spanien sah, wenn er nachts herumlief. Er filmte die Maschine, die sich eindeutig bewegt, aber ohne dass jemand in der Nähe war. Auch nicht auf der anderen Seite. Könnte es ein Gespenst geben, das sein Abendtraining durchführt? Was hättest du getan, wenn du das gesehen hättest? Leise gefilmt oder schreiend weggelaufen? Könnte auch irgendein Fehler an der Konstruktion sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Gespenst? Ein Mann namens Sean Tarp erhielt mitten in der Nacht einen verängstigten Anruf von seiner Freundin. Es war 2 Uhr morgens und sie sagte, sie habe einen Mann auf sich zulaufen sehen, als sie in ihr Auto stieg, um zur Arbeit zu fahren. Sie hatte Nachtschicht und schreckliche Angst vor dem Mann und fuhr schnell weg. Sean beschloss, die Kamera zu überprüfen. Er fand es merkwürdig, dass seine Freundin ihm erzählte, dass der Mann nur ein Tanktop und Jeans trug, während es mitten im Winter war und eiskalt draußen. Aber das, was er in der Aufzeichnung sah, ließ ihn die Stirn runzeln. Was ist das für eine seltsame, transparente Figur, die von der rechten Seite zum Auto läuft? Ist das überhaupt ein Mensch oder ist das ein Geist? Glaubst du an Gespenster? Sag es uns in den Kommentaren und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Kameraqualität ist schon arg schlecht. Damit. Ne? Also man weiß nicht, vielleicht hat da die Bitrate und einfach die Auflösung der Kamera aufgegeben. Muss jetzt nichts Paranormales sein unbedingt. Eindringling. Wir kommen zu Jordan Buranskas und Jack McCursher. Jordan hatte ihre Handtasche verloren und versuchte sich zu erinnern, wann sie sie zum letzten Mal gesehen hatte. Als sie in die Überwachungsvideos schauten, sahen sie, dass in der Nacht zuvor, während sie selbst vor dem Fernseher eingeschlafen waren, ein Mann in ihr Haus eingebrochen war. Man sollte meinen, er wäre so schnell wie möglich wieder weg. Aber es stellte sich heraus, dass er 15 Minuten lang oben auf ihrer Treppe stand, während sie den Film im Fernsehen sahen. Das ist eine gruselige Vorstellung. Junge, ich hasse sowas, ne? Wenn du so im Nachhinein feststellst, dass du belauscht oder beobachtet wurdest. Ich weiß. Ich hasse sowas, ne? Das ist so creepy. Oder generell, du erst im Nachhinein irgendwie ein Face siehst oder so. Boah, das ist das Schlimmste, was es gibt, meiner Meinung nach. Schaukeltier. Noch ungeklärt sind die Bilder, die mitten in der Nacht in Daniel Parkers Antiquitätenladen aufgenommen wurden. Eines Tages betrat Daniel seinen Laden und sah ein antikes Schaukeltier in der Form eines Bambi auf dem Boden liegen. Seltsam, dachte er.
Es hätte einfach in seinem Regal stehen müssen. Er beschloss, die Sicherheitsaufzeichnungen zu überprüfen und sah dort etwas Unheimliches. Während man auf dem Boden unter dem Reh einige seltsame Gestalten vorbeigleiten sieht, beginnt sich das Schaukeltier langsam zu bewegen und fällt plötzlich mit einem Knall zu Boden. Daniel fand das alles sehr merkwürdig und suchte nach Erklärungen. Er versuchte sogar, das Tier mit einer Schnur vom Brett zu ziehen, aber die seltsamen Bewegungen konnte er nicht rekonstruieren. Könnten es die Geister kleiner Kinder gewesen sein, die das Tier zu Fall brachten? Also das ist wirklich unheimlich. Kann ich mir jetzt auch so auf Anhieb nicht erklären. Krass. Starter. Und schließlich haben wir einen Mann, der ganz im Trend liegt und über eine Smartphone-App verfügt, die ihm eine Nachricht sendet, wenn jemand vor seiner Haustür steht. An der Tür befindet sich eine intelligente Klingel mit Bewegungsmelder, eine Kamera und eine Internetverbindung. Hochtechnologie also, aber recht praktisch. Der Mann erhielt mehrere Nächte Nachrichten, dass jemand an seiner Tür sei. Die Türklingel machte auch ein Foto von jedem Besucher, um zu zeigen, wer an der Tür steht. Dieses Bild wurde um 4 Uhr nachts aufgenommen, als der Mann selbst gerade schlief. Was für ein gruseliger Kopf. Und warum starrt er so in die Kamera? Wir alle fragen uns, wer dieser Mann ist und was in dieser Nacht geschehen ist. Noch erschreckender ist, dass der Benutzer, der dieses Albträume incoming Foto auf Reddit platziert hat, danach nie wieder gesehen wurde. Gruselig. Na? Krass. Ey, ohne Mist, sehr, sehr geiles Video. Ich hatte den Kanal gar nicht auf dem Schirm. Ehrlich, also lasst auf jeden Fall ein Like da. Die Top 10 nennt sich der Kanal. Krass.